Hallo meine Lieben. Ja, ich hoffe, es geht euch allen super, super gut. Es soll heute... Meine Kamera ist schief. Es soll heute um Haare gehen, aber bevor es dazu kommt, möchte ich ganz kurz den Gewinner bzw. die Gewinnerin des Advents... Meine Kamera wackelt schon wieder. Des Advents-Videos. Ja, ich habe es endlich geschafft. Also, ich wollte mich nochmal bei euch allen bedanken. Ihr habt wunderschöne Gedichte geschrieben. Also damit hätte ich nie gerechnet, wie viel Mühe sich manche gemacht haben. Und ich habe total das schlechte Gewissen, weil ich nur einen Gewinner habe oder eine Gewinnerin, ich weiß nicht genau. Am liebsten würde ich irgendwie 50 Sachen verschenken und ich hoffe, dass ihr irgendwie nicht traurig seid, diejenigen, die nicht gewonnen haben, dass da jetzt nicht irgendwie so Kommentare kommen wie, ja, ich habe noch nie was gewonnen und so, weil dann kriege ich immer voll das schlechte Gewissen. Weil ihr habt wirklich alle ganz, ganz toll, also ganz, ganz viele von euch haben wirklich sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ja, dafür möchte ich mich bedanken. Die Gewinnerin, also ich bin mir nicht sicher, ob das, also ich denke mal, du bist ein Mädchen. Also der Name ist Seferbel91, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Also Seferbelle91. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich werde dich anschreiben, vielleicht schreibst du mich auch nochmal an, dann haben wir das doppelt gemoppelt, hält besser. Ja, herzlichen Glückwunsch, dein Gedicht war wirklich richtig, richtig toll. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja nochmal nachgucken. Ich kann das leider nicht einbauen, sonst würde ich das im nächsten Video, oder in diesem hätte ich das dann irgendwie vielleicht einen Screenshot von gemacht oder kopiert und dann euch gezeigt. Aber leider hat meine Mutter kein Bearbeitungsprogramm an ihrem Laptop und ich bin ja an ihrem Laptop, deshalb funktioniert das leider nicht. Aber es war ein wirklich, wirklich richtig gelungenes Gedicht. Sehr, sehr schön. Bist auf jeden Fall talentiert. Ja, es soll um Haare gehen, wie schon gesagt. Ja, ich habe meine Haare getönt, habe ich hinterher erst gecheckt, dass sie getönt sind und nicht gefärbt. Und bevor ihr euch wieder aufregt, weil ganz, ganz viele geschrieben haben, oh, wieso hast du dir die Haare schwarz gefärbt? Sie sind nicht schwarz. Meine Kamera verfälscht die Farben total. Also sie sind in echt braun. Also sie sind, meine beste Freundin sagt, sie sind hellbraun. Ich würde das als braun betiteln. Ich poste euch mal ein Foto in der Infobox davon, wie sie aussehen. Sie sind schon auf jeden Fall sehr, sehr viel heller als in echt. Und ich muss dazu sagen, ich fühle mich richtig, richtig wohl damit. Es wäscht sich natürlich mit der Zeit raus, was auch okay ist. Aber im Moment fühle ich mich absolut wohl damit. Mir gefällt es richtig gut und ich fühle mich einfach gut damit. Und ich habe mich selten so wohl gefühlt in meiner Haut. Und ja, deshalb kann man mich da momentan auch nicht umstimmen. Und das Blond gefällt mir aber trotzdem. Das heißt nicht, dass ich nie wieder blond sein möchte. Aber im Moment ist es einfach, habe ich so eine Phase, da möchte ich dunkel sein und ja. So viel dazu. Es soll heute um meine Haarfavoriten gehen. Ihr wisst, ich habe meine Haare immer ziemlich misshandelt und auch jetzt sind sie natürlich nicht Rapunzel-mäßig, super schön wallend und was weiß ich. Aber ich habe sie halt mit Glätteisen und Co. immer ziemlich massakriert. Momentan benutze ich kein Glätteisen, weil sie mir so recht gut gefallen. Und ich zeige euch jetzt mal alle Produkte, die ich total cool finde. Wo habe ich? Ach da. Die ich total cool finde und gerne benutzt habe die letzten Wochen und Monate. Fangen wir an. Auch ich bin ein Opfer des Moroccan Oil. Ich bin wieder der einzige YouTuber, der es nicht aussprechen kann. Die einzige YouTuberin, die es nicht aussprechen kann. Das ist dieses Moroccan Oil, bla, was weiß ich. Ich habe es mir doch gekauft. Ich habe es bei Amazon bestellt. Schweinescheuer, wie ich finde. 12 Euro. Nein, ich habe es nicht bei Amazon bestellt. Quatsch, ich habe es in so einem Online-Shop bestellt. Da habe ich auch noch was anderes bestellt. Zeige ich euch gleich. So viel habe ich inzwischen weg, also ich habe es schon ein paar Wochen und ich sage vorweg, es riecht göttlich, es riecht wirklich absolut richtig gut, dieses Zeug und es fühlt sich in den Haaren richtig toll an, also ich mache mir das dann hier so in die Spitzen und das macht so einen schönen Wet Look, wie ich finde, gefällt mir sehr, sehr gut. Zur Pflegewirkung kann ich allerdings nicht sagen, das Teil besteht irgendwie zu 99,9% aus Silikonen. Von daher kann ich jetzt irgendwie, aber ich glaube, alles, was ich euch heute zeige, ist voll, sind voll die Silikonbomben. Also jemand, der nicht auf Silikone steht, der wird mit diesem Video nichts anfangen können. Jedenfalls, ich kann zur Pflegewirkung nicht sagen, weil meiner Meinung nach Silikone nicht pflegen, sondern sich einfach nur irgendwie aufs Haar legen und dann das Haar einfach weich machen. Aber ob die wirklich pflegen, das bezweifle ich. Jedenfalls ist das aber hat das eine sehr, sehr schöne Wirkung. Ich mag es, was es mit meinem Haar macht. Das gefällt mir und ich würde es mir auch, glaube ich, nochmal kaufen. Vor allem riecht es so gut. Es riecht wirklich teuflisch gut. Ja, dann habe ich, dieser Online-Shop, da musste man irgendwie für 15 Euro bestellen und dann hatte man Versandkosten frei. Und
Da das nur 12 Euro gekostet habe, habe ich natürlich, anstatt mir irgendwas für 5 Euro auszusuchen, um auf die 15 Euro zu kommen oder dann die 17, habe ich mir was für 20 Euro bestellt. Ich habe es mir mal gegönnt, die Rittgen All Soft Heavy Cream. Ganz viele von euch hatten mir die empfohlen, weil ich ja schon oft gesagt hatte, ich hätte gerne glattere Haare. Und ganz viele hatten mir daraufhin diese Kur bzw. die Spülung empfohlen, die ganze Serie halt, diese All Soft Serie, weil die Haare wohl schön glatt machen soll. Und ich muss sagen, meine Haare sind tatsächlich ein bisschen, also sie sind jetzt, ich habe sie jetzt lufttrocknen lassen, nur am Anfang ein bisschen hier am Kopf angeföhnt, weil ich es nicht mag, wenn mein Kopf so nass ist, vor allem im Winter, so kalt dann. Aber ansonsten sind sie luftgetrocknet und ich finde, dafür, dass ich normalerweise so übelste Sofakissen, geplatzte Sofakissen, Wellen, Locken, was weiß ich was habe, ist das wirklich ganz nett. Also es könnte natürlich noch ruhig ein bisschen glatter sein. Achso, zu diesem Öl nochmal. Ich habe von ganz, ganz vielen gehört, fuck, ich habe nur noch 4 Minuten. Ich habe von ganz, ganz vielen schon gesehen und gehört, dass dieses Öl irgendwie die Haare schneller trocknet und die Haare glatt macht und der Spliss weg ist. Das kann ich alles nicht bestätigen. Bei mir ist gar nichts weg. Der Spliss ist immer noch da und er frisst sich weiter hoch und meine Haare trocknen auch nicht schneller. Also das stimmt alles nicht. Es ist ein schönes Zeug und ich mag das auch gern, aber diese ganzen Versprechungen, die irgendwie es gibt, hat sich bei mir zumindest alles nicht erfüllt. Trotzdem finde ich es gut, weil es einfach die Haare so schön weich macht und so schön, ja, also so schön, ja, sie sehen halt einfach schön aus, finde ich. Trotzdem sind sie kaputt. Jetzt nochmal dazu, riecht nicht besonders gut, riecht ziemlich alkoholisch. Boah, jetzt habe ich es an der Lippe. Riecht halt nach Friseursalon. Mir gefällt der Geruch nicht so sehr. Aber die würde ich mir auf jeden Fall, sie ist ein bisschen teuer mit 20 Euro, ich würde sie mir eventuell nochmal kaufen. Für 10 würde ich mir sie definitiv nochmal kaufen, wenn ich da mal irgendwann Schnapper mache im Internet oder so. Da ist sie auf jeden Fall wieder fällig. Dann habe ich schon vor längerer Zeit die Glisskur Ultimate Repair Anti-Schadenkur. Die finde ich richtig, richtig gut. Die kostet 4-5 Euro, was ja auch nicht günstig ist für eine Drogerie. Aber trotzdem, die riecht richtig toll und die macht die Haare auch so schön glatt und die glänzen davon so toll. Also wirklich, die macht ganz, ganz tolle Haare, finde ich. Überhaupt diese ganze, ich habe zwar nicht das Shampoo, weil ich kein Shampoo mit Silikon benutze, das ist das Einzige, wo ich wirklich darauf achte, dass kein Silikon drin ist. Aber ansonsten habe ich auch die Spülung davon und diese Kur in der, ja, und noch was. Und ich bin mit dieser Reihe sehr, sehr zufrieden. Dann möchte ich euch, ich habe was getestet und haltet mich nicht für bekloppt, aber ihr kennt diese Glisco-Sprühdinger, die ich euch auch mal gezeigt habe. Und ich habe mir jetzt 5 Stück davon gekauft. Es gibt, glaube ich, noch 2 weitere, aber ich dachte mir, 5 sind genug. Und ich zeige euch mal meine 3 absoluten Favoriten davon. Und die beiden, die ich auch okay finde, aber mir nicht nachkaufen würde. Und zwar sind meine Favoriten diese 3 Schatzis hier. Einmal das All Nutriv Express Bla. Das ist, glaube ich, mit Arganöl auch. Dann das hier, das Satin Relax Express Repair Spülung. Und das hier, das ist aus dieser, also das ist quasi aus dieser Reihe. Und diese 3, die sind so genial, die mag ich richtig gerne. Das hier, weil es die Haare, also ich habe das Gefühl, es pflegt die Haare, also nein, also Moment, pflegen, also es macht die Haare einfach unglaublich toll. Ich mag diesen Red Look in den Haaren. Ich mag es, wenn die Haare so extrem glänzen und wenn sie so ein bisschen feucht aussehen und so ein bisschen strähnig sind, als wäre man gerade aus dem Wasser. Das mag ich gerne. Und das macht dieses Zeug einfach total schön in die Haare gesprüht und danach gefällt mir auch der Glanz. Ist richtig, richtig toll. Glanz machen die aber alle, also wirklich. Ich mag es einfach, das finde ich toll, riecht auch schön. Das hier finde ich, ist wirklich tatsächlich so ein bisschen ölig und ich mag das sehr, sehr gerne. Da ist Arganöl auch drin und hier sind noch 6 andere Pflegeöle drin. Und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und das hier, das riecht so göttlich, Leute. Oh, das riecht so gut. Das ist das hier. Oh, das ist, also diese 3, die sind auf jeden Fall absolute Must-Haves für mich. Die werde ich mir immer wieder nachkaufen. In einer Minute bin ich weg. Ich sag jetzt schon mal Tschüss, ne? Nicht, dass ich gleich weg bin und mich nicht verabschiedet habe. Und diese beiden finde ich auch okay, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Wie ihr seht, habe ich die auch nicht ganz so oft benutzt wie die anderen. Die anderen sind auf jeden Fall beliebter in meiner Favoritenskala. Und die beiden sind aber auch okay, kann ich auch empfehlen. Finde ich aber persönlich nicht so toll wie die anderen 3. Werde ich jetzt aber auch noch zu Ende benutzen. So sprühe ich mir das dann halt immer in die Haare und ich glätte sie mir dann immer so ein bisschen glatt. Man könnte natürlich sie dann auch, weiß ich nicht, so ein bisschen aufpuscheln, aber ich mache sie mir immer ein bisschen glatt. Ich mag das lieber. Aber prinzipiell sind diese Dinge alle
relativ gleich gut und funktionieren auch alle ziemlich gleich. Sie machen einfach einen sehr, sehr schönen Glanz und die Haare fühlen sich davon sehr schön an. Es gibt noch zwei andere, vielleicht werde ich die auch noch testen, aber ich denke, ich bin jetzt erstmal mit meinen 5 Dingern gut bedient die nächsten Wochen. Und ja, das waren jetzt meine Haarfavoriten. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt oder so, schreibt das gerne. Oh, ich bin gleich weg. Ja, das waren meine Haarfavoriten, meine absoluten Haarfavoriten momentan. Ich hoffe, da war was für euch dabei. Vielleicht benutzt ihr davon ja auch was. Und ja, meine Süßen, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!